Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Die E-Mail haben wir ja gestern noch gar nicht gelesen. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierter Händler von Volvo LKW bieten wir Ihnen eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Suchen Sie uns doch einmal unsere Ausstellungsräume in Luxemburg. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, können Sie hinter unseren Türen erwarten. Schauen wir doch mal. Aber ich glaube mit 6.000 Euro, nein. Mit 6.000 Euro kommen wir da nicht ganz weit. Ah, okay. Dann machen wir mal zu. Von hier aus kann ich auf alle wichtigen Funktionen zugreifen. Ja. Ich will aber jetzt einfach weiterspielen. Auftragsangebot, da müssen wir hin. Lass dich als Berufskraftfahrer anstellen. Genau. Eigenes Equipment haben wir nicht. Und wir fahren wieder von... Köln aus los. Köln-Kassel, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Fahren wir mal in Mercedes. Außenfliesen. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Auftrag an. Was ich gestern noch gemacht habe, mir ein paar Tasten aufs Lenkrad gelegt oder ein paar Funktionen auf die Lenkradtasten, wie Blinker. So, Blinker. Passt. Genau. Motor starten. Da ist unsere Ganganzeige. Und auf geht's. Links wäre frei, aber hier steht ein LKW rum. Schade. Schauen wir mal, ob die Spur hier gleich auch geradeaus geht. So. Ah ja, geht geradeaus. Ich fahre jetzt trotzdem hier rüber. Das ist mir doch lieber. Fahren wir denn 80, das passt ja. Postbett. Postbett. Ich glaube, wir haben zu wenig. Sie haben Post, das ist schön. Die gucke ich mir jetzt aber nicht während der Fahrt an.
Ich bin ja nicht lebensmüde. Schön auf den Abstand achten. Damit wir auch nicht unseren Vordermann hinten drauf fahren. Das wäre nämlich ausgesprochen ungesund. Ich muss eventuell die Lenkradempfindlichkeit auch noch mal ein bisschen runterstellen, das schaue ich aber nochmal. Zocken erstmal gemütlich hinterher. Warum fährt er da rechts rüber, links rüber? Wir müssen hier nach rechts. Okay. Finde ich eine nette Funktion auch, dass der Blinker automatisch zurückspringt. Das ist in so Spielen nämlich auch nicht immer zwingend der Fall. Genau. Die zweite Auffahrt. Hat ja keiner gesehen, oder? Wie gut, dass wir hier nur in einer virtuellen Welt unterwegs sind. Oh, jetzt muss er aber ziehen. Das heißt, wir wechseln die Spur, wenn keiner kommt. Ich muss mich echt erst an diese Riesendinger hier gewöhnen. Ich glaube, da müssen wir links oder rechts, Entschuldigung. Fahren ist doch deutlich einfacher, muss ich feststellen. Kassel! Ha! Sehr schön. Rechts kommt keiner. Da sind wir schon ganz runter von der Autobahn, okay. Wie viele kommen denn da noch? Machen die das extra? Oh.
erst warten und wenn ich losfahre, dann fährt er auch, oder was? Da sage ich jetzt einmal nichts zu. Nette Spielereien. Aber immerhin haben wir es noch nichts kaputt gemacht am Boden. Weder am LKW noch an der Ladung, wobei sich das schnell ändern kann. Hält sich wohl wirklich ziemlich exakt an die 60. So dicht sollte man eigentlich nicht auffahren, aber da hinten ist eine Mühle. Schick. Schick, schick. Geschwindigkeit. Geht das da irgendwie bergab, dass der LKW so rollt, oder? Was macht der da? Mitten auf der Landstraße anhalten? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig das alles. Überholt uns mal eben bei Nullsicht, wo ich sagen muss, in der Realität habe ich das auch schon des Öfteren erlebt, dass die Leute meinen, von der Kuppe kann man überholen, auch wenn man überhaupt nicht sieht, dass er, ob da wer entgegenkommt, aber Hauptsache überholt.
Was war das jetzt für eine Aktion? Müsste eigentlich machbar sein. Achso, das ist Lichthupe. Das wollte ich jetzt nicht. Ich suche eigentlich gerade das Licht. Ah, da kann ich den Bordcomputer durchschalten. Auch nicht schlecht. Ach, das waren die Scheibenwischer. Oh. So war das nicht gedacht. Nachher nochmal nachschauen, wie das mit dem UA nicht funktioniert hat. Entschuldigung, das war jetzt eine Harakiri-Aktion. Vor lauter Suche nach dem Licht vergessen auf die Karte zu gucken. Mal abbiegen. Da sind wir ja schon. Schön selber, so wie sich das gehört. Auch wenn wir da mehrere Versuche für brauchen. So ein bisschen habe ich das ja schon mal gelernt, damals im Zivildienst. Hatte ich das Vergnügen mit Unimog und Tandemachser, beziehungsweise Traktor und Tandemachser zu fahren. So, das wär's doch. 45 Erfahrungspunkte hinzu. Hoi, da haben wir doch schon einiges geschafft zum Level 2. Und verdient haben wir 3480. Dann schauen wir gerade, was es für Nachrichten gibt.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihrem Geschäft einen Schub zu geben? Wenden Sie sich bitte an uns. Okay. Sind Sie in einer beruflichen Veränderung interessiert? Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Frachtraten bis 5.300 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte an die Beladestation in Luxemburg. Ja, noch haben wir das nicht. Okay. Behalte deine Garage im Auge. Transport, Guthaben 9.923. Fähigkeiten. Ah, da können wir noch Lehrgänge machen, okay. Karriereentwicklung. Gut, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich sag danke fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Fahrt mit euch morgen. Tschüss!